Liebe Podcast-Freunde, das Promi-Geflüster mit einer weiteren Folge heute aus dem Europapark in Rust bei Immer wieder Sonntags. Und ich freue mich, heute mal eine liebe, langjährige, gute Freundin bei mir zu haben, sozusagen. Judith Hildebrandt, ich grüße dich. Hallo, ich freue mich, dich zu sehen, Frank. Ja. Geht's dir gut? Danke, sehr gut. Ja, trotz und Regen, wir lassen uns die Laune nicht verderben. Absolut, gell? Nicht, merkt genau. Trotz Regen ist Segen. Wir haben den Sonnenschein im Herzen. Ganz genau, ja? So ist es. Wie geht's denn dir? Du hast wirklich eine ganz große Bandbreite, was du machst, von Schauspielerei, Moderation, Singen. Wie geht's? Mir geht's sehr gut, weil ich mich extrem beschenkt fühle, dass ich Mutter sein darf, dass ich als Schauspielerin tätig sein darf, dass ich singen darf, dass ich alles, was ich liebe, machen darf, dass ich so unterstützt werde von den Zuschauern, von euch, von dir. Ganz klar. Also, es ist zwar sehr, sehr viel Arbeit und es gibt auch Momente, wo ich denke, so ein Wochenende hätte ich jetzt schon mal gerne frei, aber das sind kurze Momente, die menschlich sind und zu 95% bin ich eigentlich nur glücklich und sehr, sehr dankbar. Kennengelernt haben wir uns, glaube ich mal, wenn wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen, das war bei der Hugo-Show noch. Das war, glaube ich, auf Kabel 1, wenn ich mich noch recht erinnere, oder? Richtig, das war Kabel 1 von 94 bis 96, die erste interaktive Gameshow. Da war ich damals noch die jüngste Moderatorin Deutschlands. Heute bin ich nur noch die Kleinste. Aber immerhin, noch bin ich die Kleinste. Körperlich jetzt nur. Körperlich. Aber sonst eine ganz große Schauspielerin schon wieder. Darf man fragen, wie groß du tatsächlich bist? So? Selbstverständlich, 1,45,5. Wenn ich jetzt meinen Sohn nehme, der schon 99 Zentimeter hat, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht, wenn ich den in die Schule bringe. Okay, das war Hugo, sage ich jetzt mal. Und dann ging es dann nahtlos, glaube ich, über in den Marienhof. Genau, also 3 Monate war Pause dazwischen. In der Zeit habe ich nicht meinem Freund, aber einem sehr guten Freund geholfen, der eine Putzfirma aufgemacht hat. Der hatte zu wenig Kräfte, war ich 3 Monate putzen, habe zwischendrin Autogramme gegeben und dann habe ich Marienhof 3 Jahre lang gedreht. Das war sozusagen meine Schauspielschule. Genau. Dann gab es auch nochmal ein Musikeinlage, allerdings im englischen Bereich? Richtig, das war 99. Da durfte ich dann meine erste Single We Gonna Stay Together vorstellen. Das ist gleich von 0 auf 13. Danke nochmal an dieser Stelle. Habe insgesamt jetzt 2 englische Alben gemacht, habe dann noch ein Musical gemacht, vom Geister Weihnachten, eine Uraufführung in Oberhausen. Habe hinter Gittern gedreht und jetzt bin ich schon im 6. Jahr bei Sturm der Liebe. So schnell geht die Zeit vorbei. Das Zimmermädchen. Wenn man jetzt wirklich, wir waren ja gestern ein bisschen im Park unterwegs, ja. Und die Fans erkennen dich sofort. Und wie ist es für dich, wenn du da erkannt wirst? Also ich finde es sehr, sehr, sehr schön und sehr angenehm. Vorsicht, Entschuldigung. Ich finde es sehr, sehr angenehm, weil ich finde, heutzutage sind die Menschen sehr verschlossen. Sie sind in der U-Bahn zum Beispiel, erschrecken sie, wenn jemand fröhlich ist oder sie anspricht. Und darum bin ich über jeden Menschen glücklich, der auf mich zukommt und offen ist und das Gespräch sucht. Bis auf ganz wenige Tage, wo ich einfach mal durch bin, aber das gibt's auch. Also wenn du angesprochen wirst, gar kein Problem. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr dankbar, wirklich. Weil ich bin von Natur aus ein Mensch, der gerne eigentlich sich sehr schnell mit allen verbunden fühlt. Da muss erst was passieren, dass das nicht mehr so ist. Und darum bin ich da dankbar für. Auch wenn ich es gestern so wirklich gesehen habe, oder auch wie ich dich kenne, sage ich mal so, du bist nach wie vor die Frohnatur, das Mädchen, lustig, heiter, behalt es auf alle Fälle bei. Mein Bestes. Ich gebe mal, es ist nicht leicht manchmal, aber es ist für mich der einzige Weg, weil das Leben ist so kostbar und manchmal sieht man das Wunder nur nicht, weil man zu viel auf einmal macht. Das muss man nur üben, eins nach dem anderen. Genau. Und hauptberuflich sind wir alle Mensch, weil wir alle im selben Boot sitzen. Und das ist nicht nur wegen Noah, sondern wegen allem. Ganz genau. Nee, und wie gesagt, also es gibt viele, die zwar von Grund auf kommen, aber dann, wenn sie mal oben sind, einen nicht mehr kennen. Das ist leider oftmals auch schade, schon der Fall. Ja. Aber du hast jetzt noch was ganz Neues heute mit dabei. Eine neue deutschsprachige CD mit deutschen Texten und Liedern. Ja. Das ist dein erstes deutsches Album? Das ist mein erstes deutsches Album und ich freue mich, euch mein Album Judith Hildebrandt ganz nah vorstellen zu dürfen. Das erste Mal Deutsch gesungen in meinem Leben, lerne meine Muttersprache sozusagen zum ersten Mal kennen und ich bin heilfroh, dass ich überredet worden bin. Ich hoffe, es gefällt euch so gut wie mir. Da ist ganz viel Liebe, ganz viel Gebete drin, ganz viel Freude und ich hoffe, es steckt euch an. Auf alle Fälle. Und wenn man wirklich jetzt nochmal auf Sturm der Liebe zurückkommt, ja. Da hattest ja du auch eine kurze Pause. Ich hatte
die Mutterzeit sozusagen. Also, ne? Ja. Wie geht es dem Kleinen wirklich jetzt? Wie oft siehst du ihn? Wie also kommst ich sehe meinen Sohn selbstverständlich jeden Tag. Ich bringe ihn ins Bett, ich bringe ihn jeden Tag in den Kindergarten. Und ansonsten ist es je nach Drehzeit, ob ich 2-3 Stunden richtig Zeit mit ihm habe, manchmal weniger, manchmal habe ich sogar einen ganzen Tag Zeit. Also es kommt immer drauf an. Aber die Zeit, die wir nutzen, ist qualitativ. Ich glaube, ich habe es jetzt in den 3 Jahren geschafft, dass er das Vertrauen hat, dass er weiß, Mama ist immer da, Mama liebt mich. Und dann können die Kinder auch, die wollen ja auch selbstständig sein dürfen. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Mischung gefunden. Nee, weil ich dachte jetzt einfach, du hast ja bestimmt einen ziemlich angespannten Tag manchmal. Ich habe eigentlich immer. Ich habe eine 60-Stunden-Woche Montag bis Freitag und an den Wochenenden kommt jetzt die Musik dazu. Das heißt, es ist ein sehr hohes Pensum. Muss die Zeit schon neu einteilen, aber es ist möglich. Und das, solange es Freude macht und es dem Kind dabei gut geht, ist alles in Ordnung. Nimmst du ihn hin und wieder dann auch mal mit? Jetzt gerade wie so Europa-Park, wäre das auch was gewesen für ihn? Es war eine Überlegung, meine Familie mitzunehmen. Dann sagten alle, du Judith, mit 3 Jahren, warte noch, wenn er ein bisschen älter ist, dann macht es mehr Sinn. Und ich habe mich so wohl hier gefühlt, dass ich mir denke, ich glaube, ich komme hier einfach mal eine Woche mit Familie und dann richtig schön. Richtig inkognito, alles mal frei. So besonders finde ich, konnte gestern nicht schlafen. Dann habe ich die Entstehungsgeschichte vom Europapark und der ganzen Familie mir angeschaut. Und das hat mich so tief berührt, dass da noch Menschen sind, die wirklich versuchen, diese Menschlichkeit und die Familienwerte so zusammenzubringen und da müssen wir alle schön mitmachen. Das ist echt eine gute Sache. Ja, was gibt's sonst noch, liebe Judith? Ich denke mal, ich kann dir jetzt nur noch viel, viel Glück wünschen mit deiner CD, dass die erfolgreich wird und auch weiterhin viel, viel Erfolg bei Sturm der Liebe als Schauspielerin. Gibt es irgendeine Rolle, die du gerne mal sonst noch darüber hinaus mal spielen wolltest? Weil ich denke mal, in so einer Soap ist man doch irgendwo schnell mal, kommt man in eine Schublade rein. Ach, ich war schon immer in der Schublade und wir leben in einer Welt, wo alle eigentlich nur jemanden in Schubladen stecken, so wie er von außen aussieht, ob er Geld hat oder nicht. Bei diesem Hierarchie-Quatsch mache ich nicht mit. Ich gucke nur, wie das Benehmen ist. Ich lasse mich vom Leben überraschen und ich wünsche mir, und es wird passieren, dass ich noch Filme mache, die eine Aussage haben, wo jeder aus dem Kino rausgeht und sagt, vielleicht sogar geweint hat oder viel gelacht hat, aber zumindest sagt, ich glaube, ich muss mir mal ein paar Gedanken machen. Und das kommt, so Gott will, und das wünsche ich mir. Und wenn nicht, dann habe ich schon so viel bekommen, dass ich mich auch nicht beschwere. Okay. Also, wie gesagt nochmal, dir alles, alles Gute, alles Liebe und herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ich hüpfe jetzt nochmal bei Immer wieder sonntags aufs Finale. Ich muss mich wieder umziehen. Mein Kleid war total nass und jetzt ist es bestimmt wieder trocken. Servus.